Wir kommen wieder zurück. Wir sind jetzt beim 12. Kapitel angelangt. Wir kümmern uns heute um das gute Vitamin D überwiegend und andere Vitamine und wichtige Nährstoffe, die wir letztendlich über die Nahrung aufnehmen können, die mit der Angst eben positiv korrelieren. Also in Bezug auf die Angstsymptomatik kann reduziert werden. Und wir müssen aber auch, grundsätzlich ist es aber auch so, dass egal welche Mikro- und Makronährstoffe es sind, sie müssen immer ausreichend letztendlich vorhanden sein. Es müssen ausreichend alle kleinsten Inhaltsstoffe, die für unseren Körper relevant sind, in ausreichender Menge vorhanden sein. Es ist nun mal so, dass wir letztendlich jetzt festgestellt haben, dass eben einige von diesen Vitaminen, die wir zu uns nehmen, auch eine größere Relevanz haben bei Angststörungen, bei Depressionen oder auch bei ganz vielen anderen Krankheiten. Was wir aber auch letztendlich sehen, ist, dass unsere Ernährung sich ja über viele Jahre sehr verändert hat, wodurch wir eben viele Mangelzustände haben. Und gerade diese Vitamine und Makronährstoffe, Mikronährstoffe und Spurenelemente, wie auch immer, gerade jene, die wir durch unsere Ernährungsweise reduziert aufnehmen, sind jene, die eben korrelierend heute sind in der Studienlage mit eben vielen Erkrankungen, darunter halt auch die Angststörung. Und deswegen ist es im Grunde so, dass wir bei einer gesunden Ernährung und indem wir eben alle Vitamine ausreichend zu uns nehmen würden und wenn wir genügend rausgehen würden und Sonnenlicht bekommen würden, genug ins Grüne gehen. Das Grüne ist übrigens extrem wichtig, ins Grüne zu gehen, weil hier das Infrarotlicht, ja, das rote Infrarot, mein Gott, das ist ein Zungenbrecher, das rote Infrarotlicht perfekt gespiegelt wird. Also das fällt quasi ja, von oben von der Sonne auf das Grüne, also Gras etc. und kann perfekt reflektieren. Und es ist nachgewiesen, dass beispielsweise Menschen, die im Grünen leben, verbesserte Gehirnaktivitäten haben und bestimmte Marker im Gehirn eben also bessere Werte hatten. Und ich möchte eigentlich gerade die Überleitung finden zu Vitamin D und Co. Wir haben ja das Vitamin D, wir haben das Omega-3, all das, was letztendlich in unserer heutigen Lebensweise eben reduziert in unserem Körper produziert wird, aufgrund von unserer Lebensweise, die wir mittlerweile eben angenommen haben. Also, wir bleiben jetzt mal beim Vitamin D. Nachweislich hilft Vitamin D bei der Angsterkrankungen und kann bei der zusätzlichen Einnahme eben die Symptomatik verhindern. Das hat die Studienlage ergeben. Es schützt aber auch gleichzeitig, dass man eine Angsterkrankung bekommen kann, wenn man eben ausreichend zu sich nimmt. Und wahrscheinlich weißt du selbst schon, dass die wenigsten Menschen ausreichend Vitamin D zu uns nehmen. Manche Leute fragen mich, es sind nicht so viele, aber manchmal werde ich gefragt, ob ich dann auch solche Sachen supplementiere. Tatsächlich bei Vitamin D ist das so. Es ist aber letztendlich nicht so, dass Vitamin D alleine dafür natürlich zuständig ist, dass du eine Angsterkrankung bekommst oder dass sie eben geheilt wird. Aber es ist ein Kofaktor von sehr, sehr vielen und wir können über die Ernährung so viel tun. Vitamin D wird zunehmend als lebenswichtiger Stoff gesehen, als sogenannter es ist ein Neurosteroid, welches eben diese Blut-Hirn-Schranke überwinden kann. Und das ist das Entscheidende, denn es gelangt in unseren Gehirn. Und es steuert die Freisetzung des Nervenwachstumsfaktors, der das Überleben von Neuronen im Hippocampus und der eben eng mit der Amygdala verbunden ist. Und es beschützt eben genau diese Neuronen. Der Hippocampus ist eben entscheidend bei der Kommunikation der HHN-Achse. Ich tue das nochmal in die Videobeschreibung packen, was das ist. Und die HHN-Achse ist eben beteiligt bei Stressfaktoren und eben auch in allen Hirnregionen, die mit Angstzuständen zusammenhängen. Ja?
Auch der Kortex ist an unseren Angst- und Stressreaktionen letztendlich beteiligt, da Anomalien in all diesen Hirnregionen zu Angstzuständen führen können. Spielt Vitamin D eine wichtige Rolle eben bei diesem Schutz dieses Gewebes. Ungefähr 80% unseres Bedarfs an Vitamin D stammen aus der direkten Sonneneinstrahlung auf unsere Haut normalerweise. Und Leute, die eben sehr wenig draußen sind, die haben eben diese Vorzüge nicht. Ja, zu beachten ist dabei, dass durch das Fenster fallendes Sonnenlicht eben nicht diesen Effekt hat, weil eben diese Strahlung nicht richtig funktioniert. Das heißt, du musst tatsächlich auch draußen sein, um diesen Effekt letztendlich zu haben, um diese UVB-Strahlung letztendlich absorbieren zu können. Also, wer also streng, ach Quatsch, wer also nicht rausgeht, der hat im Prinzip zu wenig Vitamin D und sollte es letztendlich auch supplementieren. Außerdem lässt sich auch durch andere Dinge die Besonnung von Vitamin D erreichen, beziehungsweise wir können das auch über teilweise Nahrungsmittel tun, indem wir Milch und Milchprodukte zu uns nehmen, Lachs oder sonnengetrocknete Pilze und Lebertran und so weiter. Da ist natürlich auch etwas Vitamin D drin, aber meistens nicht ausreichend. Wer also streng vegan lebt oder eine Milchallergie hat, der wird wahrscheinlich einen Vitamin D-Mangel haben, aufgrund von der wenigen Aufnahme über die Ernährung. Die Ernährung ist aber, wie gesagt, nur ein 20-prozentiger Anteil von dem Ganzen. Ja, das heißt, wir brauchen die Sonne und wir brauchen gleichzeitig die richtige Ernährung. Und hast du das nicht, dann solltest du letztendlich auch Vitamin D supplementieren. Das ist zumindest meine Empfehlung. Weitere Vitamine sind eben das Thiamin, das nachweislich Stressreaktionen reduziert. Aber auch das Vitamin B6 und andere Vitamin B-Komplexe helfen dem oxidativen Stress im Gehirn eben, dass es nicht, ja, zumindest reduziert ist das. Und, oh Gott, nee, das ist nicht gut. Das ist echt.